Ja, hallo Leute. Ich hatte es ja angekündigt, dass ich so ein kleines Making-of-Video machen möchte von so einer Bilderserie, die ich gemacht habe mit der Linda, damit ihr einfach mal seht, was ich da gemacht habe. Es ist eigentlich ein relativ einfacher Lichtaufbau. Es ist in diesem Fall von oben, richte ich gleich aus, so jetzt ein 45 Grad Winkel von oben ungefähr mit einer 60x60 Softbox. Die Beleuchtung kommt von einem einfachen Yongnuo Blitz. Das ist so ein manueller Blitz mit einer Funkauslösung auch unten drunter. Die andere, also der Auslöser, sitzt halt an der Kamera. Und von unten, wie man hier sieht, kommt nochmal eine Reflexion durch so einen Reflektor. Damit werden halt die harten Schatten unter dem Kinn zum Beispiel etwas abgemildert. So gibt es einen sehr, sehr schönen Effekt. Wie man hier sieht, musste ich so ein bisschen um die Stange vom Stativ rumfotografieren, weil ich hatte an dem Tag leider kein Stativ mit so einem Auslegearm dabei. Das ist auch kein Problem, da muss ich so ein bisschen behelfen, das sieht man nachher auf dem Bild gar nicht, ob das etwas mehr von rechts oder links fotografiert wurde. Ja, die Links zu den verschiedenen Sachen, die ich hier benutzt habe, wie der Blitz oder Stativ oder Softbox, die stelle ich unter das Video, da könnt ihr einmal nachschauen bei Amazon, wenn euch das interessiert. Die Sachen kann ich wirklich nur empfehlen, es sind echt gute Sachen, vor allen Dingen auch günstig. Da kann man schon sehr viel mitmachen. Ja, hier sieht man nochmal, also wenn so ein paar Bilder im Kasten sind, dann schaue ich die ganz gerne nochmal zusammen an und überlege, was können wir vielleicht anders machen, besser machen, die Haare anders oder das Make-up anders, Licht anders. Kleinigkeiten, die dann teilweise auffallen in den Bildern und man bespricht sich dann gegenseitig, jeder hat Vorschläge und man gelangt dann nach und nach zum ja, für uns perfekten Bild. Ich höre jetzt einfach mal auf zu reden und lasse euch alleine mit dem weiteren Video. Ich zeige gleich die Bilder, die dabei entstanden sind. Dabei seht ihr immer erst das Bild, was direkt aus der Kamera gekommen ist und in einem fließenden Übergang zu dem bearbeiteten Bild. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, mich weiterempfehlt und ich würde mich auch natürlich freuen, wenn es euch gefallen hat. Also bis dann. Tschüss.